Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und dieses Mal geht es wieder um einen Patientenbeitrag, der ein wenig aus seiner Krankengeschichte erzählt. Und im Schwerpunkt geht es dabei um die Mikrostromtherapie, also eine Therapie, die wirklich in der Stromstärke des Körpers arbeitet und dabei interaktiv messen, handeln, nicht nur unterscheiden kann zwischen degenerativ und entzündlich, sondern eben auch in der Lage ist, auf das Messergebnis interaktiv zu reagieren. Und was das bei diesem Patienten ausgelöst hat, das erzähle ich Ihnen gleich. Bleiben Sie dran. Zu Dr. Wicher hat mich geführt, mein jahrelanger Bluthochdruck. Und da wurden dann natürlich auch diverse Nebenwirkungen mit angesprochen, wo dann auch meine Füße, meine Probleme mit den Füßen angesprochen worden sind, die, wo der Herr Dr. Wicher sagte, diese Probleme könnte man mit einer Mikrostrombehandlung mal angehen, mal schauen, wie sie darauf reagieren. Dieses wurde dann hier auch durchgeführt, diese Mikrostrombehandlung. Ich hatte dann insgesamt 8 von diesen Anwendungen innerhalb von 14 Tagen und muss sagen, die Beschwerden, die sich über die Jahre immer weiter aufgebaut haben, wurden in den 8 Tagen recht fix, ich will nicht sagen auf 0 gesenkt, sondern die Beschwerden wurden absolut wirklich gemindert. Sie hören, dass der Patient Beschwerden hat, die über viele Jahre sich zunehmend verstärkt haben. Und Sie hören auch, dass das nicht unser erstes Symptom war, das wir behandelt haben, sondern der Patient war mit einer ganzen Reihe anderer Symptome, schwerwiegenderer Symptome hier, die absolut im Vordergrund standen und die wir zunächst haben angehen müssen und sind da soweit auch ja, ganz zufrieden. Und in diesem Fall geht es nun um die Anwendung der Mikrostromtherapie. Mikro heißt es deswegen, weil es mit 80 mA arbeitet. Und darüber, über diese Stromstärke quasi in der Stromstärke der Körperzellen unterwegs ist. Das ganze System misst Hautwiderstände und kann, wenn man denn sich nicht eingecremt hat und wenn man normal, sagen wir mal, befeuchtete Haut hat, eben sehr gut und auch die richtigen Stellen geklebt hat, sehr gut darauf eingehen, was der Körper an Störungen hat. Und das System versucht mit der dahinterlegten Software im Grunde genommen diese Dysbalance, diese Fehlsteuerung auszugleichen und die Zellen dazu zu bewegen, sich zu regenerieren. Wie das im Detail passiert und wie das wirklich genau funktioniert, ist Geheimnis. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es eben relativ häufig ganz gut funktioniert und dass es auch im Leistungssport eingesetzt wird. Und es war eine Idee, also nachdem wir jetzt schon so viele andere Dinge gemacht haben und diese Problematik an den Füßen immer noch bestand, dass wir das mal ausprobieren sollten. Und genau das haben wir gemacht und innerhalb von 8 Terminen, innerhalb von 14 Tagen einen solchen Verlauf zu haben, hat mich jetzt nicht total überrascht, weil das bei anderen Patienten auch passiert, aber es war keineswegs vorherzusehen, dass es passiert, weil es kann genauso gut passieren, dass wir überhaupt keinen Erfolg haben. Um aber herauszufinden, ob es überhaupt Erfolg geben kann, gibt es natürlich immer eine Testmessung und nur wenn wir da erkennen, dass das Gewebe auch überhaupt auf diese Stromanwendung reagiert im Sinne einer Regeneration, machen wir weiter. Das war hier die Voraussetzung dafür, dass wir es tun. Doch hören Sie mal, was der Patient weiter erzählt. Die Beschwerden haben sich geäußert in meinen Füßen wie Klebeband, wie Paketband unter den Füßen. Und man versucht loszulaufen und die Haut bleibt kleben und es zieht sich und macht. Und wie gesagt, in den bei Neurologen, wo ich in Untersuchung war, hat man mir dann gesagt, das liegt am Bluthochdruck. Und wie gesagt, und jetzt, es wurde nie großartig geguckt, warum, wieso, weshalb. Es wurde nur, wie gesagt, die normalen neurologischen Untersuchungen gemacht und ich bin eigentlich kerngesund. Und wie gesagt, jetzt durch diese Mikrostrombehandlung sind diese Beschwerden, dieses Paketband ist fast komplett weg. Im folgenden Part haben Sie gehört, dass der Patient die wichtigen neurologischen Untersuchungen durchlaufen hat und dass hier wesentliche Thematiken wie eine Neuropathie, Polyneuropathie oder irgendwelche Engstellen, die es geben kann, ausgeschlossen sind und also auch von mir nicht weiter diagnostiziert werden müssen. Sie hören aber leider auch, dass der Patient natürlich mit dem, wie es weiterging, nicht wirklich zufrieden war,
weil man ihn sozusagen nach Hause geschickt hat mit dem Motto, ja, das liegt am Blutdruck oder an der Psyche, was auch immer, es bildet sich nur ein, wir haben keine entsprechenden Messwerte. Also er fühlte sich offensichtlich nicht richtig ernst genommen. Und Paketband unter den Füßen, kann ich mir vorstellen, ist echt ein ganz blödes Gefühl, vor allem wenn man das über Jahre hat. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man plötzlich nicht mehr klebt. Und wenn man mit Füßen durch eine klebrige Küche über irgendwelche Fliesen geht, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie sich so ein Paketband wahrscheinlich anfühlen wird. Das ist ab und zu nochmal sporadisch, kommt es mal ganz kurz, aber es ist nicht über den ganzen Tag. Und wenn man sowas dann über Monate, 24 Stunden hat, fragt man sich manchmal selber, was passiert mit einem? Und da finde ich das ganz gut, dass man hier eigentlich ganz gut aufgehoben ist mit dieser Mikrostrombehandlung. Ja, sich eventuell dann doch mal die Frage stellen, bin ich bei den Ärzten, die ich jetzt in Behandlung bin, richtig aufgehoben? Weil teilweise, und das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt über die ganzen jetzt 12 Jahre gemacht habe, wenn man dann Fragen stellt, warum ich denn diese Schmerzen hier zum Beispiel in den Füßen habe, warum ich das oder das habe, wird wohlwollend drüber hinweggesehen und einfach in dem normalen, ich sag mal, Sprechstundenalltag weitergemacht. Ja, dann lassen Sie sich mal vorne bei der Sprechstundenhilfe einen neuen Termin geben. Oder aber eben, wir überweisen Sie dann mal da und dahin. Und das sehe ich hier definitiv. Hier fühlt man sich wirklich aufgehoben. Also hier geht man auch, wenn ich dann was erzähle oder sage oder frage, man kriegt hier vernünftige Antworten. Das mit den Füßen, mit der Mikrostrombehandlung, wie gesagt, war auch ein Versuch, wurde hier auch in der Praxis definitiv mit dem Doktor durchgesprochen. Und er sagte, es ist ein Versuch wert. Und den Versuch habe ich gewagt. Und ich muss sagen, ich bereue ihn bis heute überhaupt nicht. Ja, Versuch macht klug, heißt es so schön. Das haben wir gemacht, das haben wir gemeinsam entschieden. Und unabhängig davon sind ungewöhnliche Symptome dazu geeignet, sich auch mal ungewöhnliche Gedanken zu machen. Diese Mikrostromtherapie ist natürlich nicht nur auf die Füße ausgelegt, sondern die Mikrostromtherapie gibt es als Ganzkörperanlage und sie gibt es natürlich auch als eine lokale, regionale Anlage, sodass man also wirklich nahezu jedes Problem, was auf einer Kommunikationsschwäche der Zellen, sozusagen die Zellen kommen nicht in die Regeneration, irgendwie hat sich der Stoffwechselprozess festgesetzt, irgendwie ist die Regulationsfähigkeit nicht mehr gegeben, wie ein Reset am Computer mal anzutherapieren ist, um hier wieder etwas in Gang zu setzen. Und insofern alle körperlichen Beschwerden, die etwas mit Sensibilität, mit Schmerzen, mit Verspannungen zu tun haben, sind eigentlich ein Indikationsgebiet, in dem es sich lohnt, eine Testmessung zu machen und zu schauen, ob das Gewebe darauf reagiert, um dann zu beobachten, ob es auch außerhalb der Therapiezeit, also zwischen den Terminen, zu einer Regeneration kommt. Und dann haben Sie ja gesehen, ist es ein überschaubares Zeitfenster. 14 Tage sind nun wirklich nicht die Welt, in der man sich dann etwas häufiger Zeit nehmen muss, um sich um seinen Körper zu kümmern. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg bei der Suche.